Hi zusammen. Wir sind gerade in den Dolomiten und haben heute eine Wanderung gemacht auf den Col Rodella. Das ist eine Via Ferrata, ein Klettersteig. Je nachdem, wo man guckt, wird er als C-Level oder als CD beschrieben. Es gibt auch Seiten, da wird er als beginnerfreundlich beschrieben. Wir würden jetzt nicht sagen, dass er beginnerfreundlich war. Er war schon relativ schwierig. Vor allem, weil es außer dem Seil keine Tritte gibt. Also man geht im Prinzip immer auf dem Fels und teilweise auch auf glattem Fels. Also es ist definitiv nicht einfach, aber der Klettersteig ist sehr kurz. Der hat ungefähr 120 Höhenmeter. Ist also gut, wenn man den Level üben möchte. Und gestartet sind wir da unten im Tal am Sellerpass. Und von da aus läuft man ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde zu Beginn des Klettersteigs und von da aus geht es dann hoch bis zur Hütte auf dem Col Rodella und da kann man dann auch einkehren. Wenn ihr weitere Eindrücke haben wollt, dann bleibt gerne dran. Thank you.